Die dunkle Seite des E-Sports. Der League of Legends GOAT Faker ging kürzlich viral, weil er nach einer Niederlage gegen Gen G wiederholt seinen Kopf gegen eine Wand schlug. Und er hätte wahrscheinlich weitergemacht und ernsthafte Schäden verursacht, wenn seine Teamkollegen ihn nicht gestoppt hätten. Jeder, der jemals in einem wettbewerbsorientierten Sport angetreten ist, weiß, wie frustrierend so eine Niederlage sein kann. Doch Fakers Reaktion auf die Niederlage gegen den Erstplatzierten der LCK erinnert uns an die viel stressigere und dunklere Seite des E-Sports. Ähnlich wie in jedem anderen wettbewerbsorientierten Umfeld ist auch der E-Sport von Druck und unrealistischen Erwartungen geplagt. Metas ändern sich und Rosters ändern sich noch schneller. Es ist einfach unrealistisch, von einem Team ohne gemeinsame Spielerfahrung zu erwarten, dass sie den ersten Platz in ihrer Liga reißen, geschweige denn eine Chance bei einem der großen Turniere hat. Dann gibt es aber auch Teams wie T1, die unter dem enormen Druck leiden, der aktuelle Weltmeister zu sein und den am meisten dekorierten Spieler aller Zeiten im Team zu haben, sowie das am meisten ausgezeichnete Team der Geschichte zu sein. E-Sport-Teams sind Unternehmen. Investoren erwarten eine Rendite. Und letztlich konzentriert sich dieser Druck auf die Spieler, da sie diejenigen sind, die die Fans begeistern und die Turniere gewinnen. Es ist schwer zu sagen, wie viel Geld genau in die E-Sport-Industrie fließt, aber bis vor kurzem mussten LoL E-Sport-Teams etwa 10 Millionen Dollar zahlen, um überhaupt an einer Liga teilnehmen zu können. Nur die Teams, die an internationalen Veranstaltungen teilnahmen, erhielten einen Anteil an den Einnahmen aus dem Verkauf digitaler Inhalte, die im Zusammenhang mit diesen Wettbewerben generiert wurden. Das ist eine beträchtliche Summe nur für die Teilnahme. Die Organisationen sowie ihre Sponsoren und Investoren stecken enorme Summen in diese Teams in der Hoffnung, das investierte Geld zurückzubekommen. Besonders jetzt, wo Saudi-Arabien eine Unmenge an Geld in den E-Sport pumpt. Beim E-Sport World Cup in Riad gab es mehr als 60 Millionen Dollar als Preisgeld, verteilt über 22 Games, in denen sich die Organisationen eine goldene Nase verdienen konnten. Die Saudis hoffen sich vielleicht nicht eine dicke Rendite, Geld haben sie ja genug, aber ein besseres Image in der Gaming-Welt zu haben, ist für die moralisch fragwürdigen Saudis ein dickes Plus. Doch das war nicht immer so. Obwohl die E-Sport-Branche eine der am schnellsten wachsenden Industrien der Welt ist, hatte sie sehr bescheidene Anfänge. Turniere, die in kleinen Auditorien stattfanden, mit bestenfalls ein paar hundert Zuschauern, wie dieses hier. Als Gaming noch nicht im Mainstream angekommen war, war es einfach überwältigend, ein Event wie die Weltmeisterschaft 2013 in League of Legends zu erleben. Damals schien der Gedanke, dein Lieblingsgame zu spielen und gegen die besten Spieler der Welt anzutreten, nichts weiter als eine fast unerreichbare Karriere zu sein. Stell dir vor, du hättest vor 10 Jahren versucht, deine Eltern davon zu überzeugen, das College abzubrechen, um eine Karriere im Gaming zu verfolgen. Meine Mom hätte mit ihren Schlappen einfach First Blood erzielt und das Gespräch wäre am Ende gewesen. Aber heute haben E-Sport-Teams in bestimmten Ländern genauso viel Prestige wie Sportteams in anderen. Auch wenn man den Wert der besten League of Legends-Teams nicht mit denen aus der NFL oder NBA vergleichen kann, lassen sie sich durchaus mit einigen Teams der National Hockey League vergleichen. Traditionelle Sportarten sind weitaus lukrativer. Teams aus der NBA oder NFL werden auf etwa 5 Milliarden Dollar geschätzt, während E-Sport-Teams im Vergleich dazu nur einige hundert Millionen wert sind. Doch jedes Jahr wächst die E-Sport-Branche weiter und nähert sich den traditionellen Sportarten immer mehr an. Und was bedeutet das für die Spieler? Mehr Events, mehr Fans und mehr Geld, aber natürlich auch mehr Druck. Viel mehr Druck. Im Jahr 2019 betrugen die Einnahmen im E-Sport 957,5 Millionen Dollar. Nur 4 Jahre später und die E-Sport-Branche wurde auf 2 Milliarden Dollar geschätzt. Die Covid-Pandemie hat diesem Industriezweig offensichtlich auch einen Schub verliehen, aber über Covid wollen wir jetzt gar nicht reden. Weil was war 2020 überhaupt? Dieser massive Wachstum der E-Sport-Szene hat viele große Unternehmen dazu veranlasst, in den E-Sport-Sektor zu investieren sowie Teams und Spieler zu sponsern, in der Hoffnung auf Marken und finanzielle Gewinne. E-Sport-Profis verbringen, ähnlich wie Athleten, den Großteil ihrer Zeit damit zu trainieren und Scrims zu spielen, um sich auf ihre Turniere vorzubereiten. Aber im Zeitalter der sozialen Medien müssen sie auch ihr Image pflegen und Inhalte für ihre Organisationen und Fans erstellen. Und vergessen wir nicht das ganze Reisen, das dieser Job mit sich bringt. Counter-Strike-Spieler zum Beispiel müssen regelmäßig an lustigen kleinen Segmenten teilnehmen, die dann zwischen den Matches ausgestrahlt werden. Die Zeiten, in denen man einfach sein Lieblingsspiel aus Spaß spielte, sind längst vorbei. Es ist jetzt ein Job. Das mag auf den ersten Blick albern klingen, denn natürlich ist es ein Job, aber viele Menschen verstehen nicht, wie viel Zeit in diese Karriere investiert wird. Und nicht nur der Stress macht den E-Sportlern zu schaffen.
Besonders in asiatischen Ländern wie Korea und China sind Überstunden und tagelange Trainingsseasons mit wenig Schlaf zur Normalität geworden. Meistens trainieren sie mehr als 10 Stunden am Tag mit der Erwartungshaltung, nach dem Training noch individuell weiterzuspielen. Das macht auch irgendwann dem Körper zu schaffen, wie es beim chinesischen Pro-Gamer Uzi war. Dieser musste mit 23 schon seine Karriere an den Nagel hängen, weil sein Körper das alles einfach nicht mehr mitmachte. Diabetes, chronische Schmerzen und wichtige Muskelgruppen, die sich zurückbilden, haben ihn in Real Life so krass genervt, dass er mit so jungen Jahren den Körper eines 50-Jährigen hatte. Viele Spieler brechen die Schule ab oder geben andere Träume oder Karrieren auf, die sie vielleicht in Betracht gezogen haben, und widmen sich ganz dem Prozess, ein Profispieler zu werden, in der Hoffnung, diese eine Trophy einmal zu liften. Und einige Schulen erkennen, dass dies ein Problem ist und bieten aktiv neue und kreative Lösungen an, wie zum Beispiel diese Schule in Japan, die die erste ihrer Art ist. Es ist eine Gaming High School, die traditionelle Klassen mit vielen Stunden intensivem Videospieltraining kombiniert, mit dem Ziel, die wachsende globale Nachfrage nach professionellen Gamern zu bedienen. Aber noch wichtiger ist, ein neues Bildungsmodell zu finden, das für die neueren Generationen und die sich ständig verändernde Welt funktioniert. Das deutsche Schulsystem ist so veraltet, aber das ist ein Thema für ein anderes Video, oder wir lassen es einfach ganz. Heute ist es üblich, dass Teams einen Psychologen oder Therapeuten haben. Organisationen haben erkannt, wie wichtig es ist, professionelles Personal zu haben, das die Profis in ihrem physischen, aber auch mentalen Wohlbefinden angemessen unterstützen kann. Das Astralis Counter-Strike-Team, eins der besten Counter-Strike-Teams aller Zeiten, schien früher fast verflucht zu sein. Sie scheiterten regelmäßig unter dem Druck bei den wichtigsten Events und belegten ständig den Platz unter den besten vier, schafften es jedoch nie, tatsächlich eine Trophy zu gewinnen. Das änderte sich jedoch, nachdem das Team einen E-Sport-Psychologen engagierte, um die mentale Stärke des Teams zu unterstützen. Das Team dominierte daraufhin die Counter-Strike-Szene, gewann dreimal in Folge die Majors und viele andere große Events dazwischen. Diese Art von Dominanz wurde bisher von keinem anderen Team wiederholt. Jetzt, da du ein besseres Verständnis der E-Sport-Welt und all des damit verbundenen Stresses hast, was hältst du von der Situation mit Faker? Denkst du, dass E-Sport-Organisationen rücksichtsvoller mit dem Wohlbefinden ihrer Spieler umgehen sollten? Ich wäre auch neugierig auf deine Meinung, was du generell von der Karriere als Profispieler hältst, unabhängig vom Game. Für mich war es eine Karriere, die in meiner Jugend zu gut erschien, um wahr zu sein. Heute bin ich froh, diesen Weg nicht eingeschlagen zu haben. Ist auch nicht so, dass ich es nicht geschafft hätte. Fucking Hardstuck Diamond. Hey, falls du es bis zum Schluss geschafft hast, vielen lieben Dank. Gerne ein Like da lassen, wenn es dir gefallen hat, und gerne ein Dislike, wenn nicht. Danke fürs Zuschauen jedenfalls, und Bussi aufs Bauchi.